Shalom Aleichem, wir machen heute Shiur über eine große Sgula, Amulet, viele Kraft von Amatlai Bat Karnevo, die Mutter von Avraham Avinu. Der Shiur heute ist für Leilui Nishmat Jonathan Yaakov ben Angela Adina und Eduard Elchanan, die Neshome soll oben ein Aliye, alle Kranke soll oben Arefie. Und alle sollen bleiben gesund und stark. Avraham Avinu ist geboren am Monat Tishrei in Aram Naharaim in Ur Kasdim. Steht in die Gemara in Baba Batra 91, sagt Rav Hanan, im Namen von Rove, im Namen von Rav, die Mutter von Avraham Avinu heißt Amatlai Bat Karnebo. Wenn einer hat ein Gericht oder er braucht Kraft oder Erfolg, manche sagen, soll er sagen, 7-mal, manche sagen 15-mal, aber ich möchte sagen, warum diesen Sgula, erprobtes, kräftiges Mittel, ist so wichtig. Und Hashem soll mir geben die richtigen Wörter, das ist auch für unsere Freunde in Wien, in Österreich. Sie haben mich gebeten, beim Abend-Chiur soll ich darüber reden und dann sage ich euch heute die Antwort. 1948, Jahre zum Weltschöpfung, ist geboren im Ur Kasdim, ein Sohn zum Terach. Terach war der Vater von Avraham, der war 70 Jahre alt, und zu seiner Mutter Amatlai Bat Karnevo. Nimrod, der König, hatte gesehen im Himmel in seine Astrologie und Astronomie ein Sternschnupper, der hat vier gegessen. Das ist später der Krieg von Avraham gegen die vier Könige, aber der hat Angst. Rabbi Chaim Yosef David Azulai, der liegt in Jerusalem, und der Shevet Musar aus Türkei, sagen, dass dem Namen von Amatlai Bat Karnevo zu sagen, zu aussprechen, wirkt enorm Kräfte und Wirkung. Als er war 3 Jahre alt, Nimrod wollte, dass Abraham soll beugen zu den Götzediener, zu den Getschkes. Und er hat angeboten, Terach, viel Geld, soll er töten, Avram, und er wird ihm geben viel Silber und Gold, sagt dem Terach, was soll ich machen mit dem Geld, wenn ich habe kein Kind, das ist als ob du kommst zu einem Pferd, und du sagst dem Pferd, ich werde dir so viel Stroh, so viel Gerste geben, wenn ich deinen Kopf hacke, sagt der Pferd, ich bin doch nicht dumm, was soll ich machen mit einem gehackten Kopf? Sagt Terach, was soll ich haben, wenn ich habe kein Kind? Später Avraham sucht auch diesen Wort. Mit 3 Jahren wollte Nimrod soll Avraham beugen. Und er hat ihn weggeworfen ins Feuer. Und als er hat weggeworfen Avraham ins Feuer, gleich der Engel Gabriel wollte Avraham retten. Hashem hat gesagt, nein. Da kam Ed Beri, der Minister vom Regen, nein. Der Minister vom Hagel, Jurkemi, nein. Hashem hat gesagt, er ist alleine, ich bin alleine, hu yachid, ani yachid, ich werde ihn retten. Abraham hat gesagt, seine Mama, ich habe keine Angst vor Nimrod. Er kann verbrennen meinen Körper, aber er kann nicht verbrennen meine Neshome. Er kann tun miese Sachen in dieser Welt, aber das Feuer von der Gehenom wird nie ausgelöscht. Es war Zeiten, wo war im jüdischen Volk verschiedene Pandemie, zum Beispiel der Rebbe von Razimin, der hat entdeckt die Schnecke für den Tzitzit. Der hat gesagt, soll man machen ein Amulett, ein Klav, ein Pergamentpapier und soll man schreiben drauf, Amatlai Bat Karnevo. Wenn jemand will so ein Amulett, soll ich ihm besorgen, soll er bitte bei mir melden. Und ich verspreche nicht alle, aber mit Gottes Hilfe will ich versuchen zu bringen. Und es ist auch nicht nur so teuer, es ist symbolisch. Was weiß ich, 20, 30 Euro, so ein Pergament mitgeschrieben. Wenn ihr wollt, meldet bei mir. Und der Saba von Razimin hat gesagt, so ein Amulett zu halten in die Tasche, das ist sehr, sehr gut. Warum? Weil die Welt ist in Dunkelheit. Und Amatlai Bat Karnevo, sie war diejenige, die hat geschenkt Avraham
Kraft, ein gutes Kind zu sein. Lieben die Fremden, Gäste zu lieben, Essen zu den Armen und keine schlechten Freunde. Und das ist Tahor, Tahor. Also, die aschkenasische Juden sagen Amasloi Bat Karnevo. Die sfardische Juden sagen Amatlai Bat Karnevo. Auf Deutsch habe ich gesehen, in Ozara Midrashim steht geschrieben Amasloi Tochter Karnevos. Jetzt, diesen Amulett von Amasloi Bat Karnevo ist nicht nur für Bürokratie, für juristische Sachen. Es ist auch sehr, sehr gut für Menschen, die haben Angst, dass jemand über sie Schlechtes denkt. Und jeder Mensch hat über sich Leute, die über ihn nicht gut denken. Aber die Idee ist, zu denken, dass sie sollen dem Menschen nichts Schlechtes tun. Also, ich fasse die Sachen zusammen. Amasloi Bat Karnevo zu sagen siebenmal ist eine gute Sache. Manche sagen das vor dem Gebet. Manche sagen das, wenn sie haben juristische Sachen. Manche machen es als Amulett, Pergamentpapier, insbesondere wenn sie wollen Sicherheit gegen schlechte Gedanken bei sich und beim anderen. Und wie gesagt, wenn eine will es, soll er bei mir melden. Ich werde gehen hier zum Sofer, Rabbi Shlomo Forst, oder andere soll er schreiben. Vor 2 oder 3 Jahren habe ich so gemacht, 10, 20 durch meinen Sohn Mandy. Vielleicht werde ich ihm auch bieten. Und ich wünsche euch alle einen guten Tag, einen gebenchten Tag, einen maseldicken Tag. Shalom, Shalom.